Der nächste Referent, der Christian Larsen, Kollege aus der Schweiz, hat ein System entwickelt, wie er der Muskulatur wieder die Position gibt, die sie braucht. Und im Abstract haben Sie schon gelesen, seine Vorstellung, dass wir in der Nutzung dieses elementaren Werkzeuges Muskulatur, dass wir da auf dem Niveau einer Volksschulklasse Nummer 1 oder 2 stehen geblieben sind. Das heißt, wir haben ein unheimlich effektives Werkzeug von der Natur mitbekommen, in der Evolution entwickelt, und wir nutzen dieses Werkzeug nicht. Wir sabotieren es mal wieder. Ja? Wir haben den inneren Arzt in uns. Der ist angelegt über die Evolution, über Milliarden von Jahren hin. Und dieser innere Arzt braucht Voraussetzungen, damit er funktionieren kann. Der braucht Helfer, der braucht Substrat. Und das geben wir ihm nicht, dann kann er nicht funktionieren. Geben wir ihm die Dinge wieder, so wie wir es eben gehört haben, oder so wie wir es jetzt hören werden von Christian, dann sagt der Arzt, klasse, ich kann heilen. Der Doktor kann ja sowieso nicht heilen. Ich, der innere Arzt, kann heilen. Du bist dran. Danke. Wenn wir wirklich den Menschen in seiner Entwicklung weiterbringen wollen und dafür sorgen, dass die Sensomotorik als vielleicht wichtiges Instrument, das wir haben, Dinge zu lernen, ja nicht umsonst ist man im Klöstern, wenn man die Dinge auswendig lernt, immer das mit Bewegung kombiniert, weil das funktioniert besser, das geht memotechnisch besser, wie wenn ich da sitze, mich beschallen lasse und das dann nachher auswendig kennen sollte. Also wir müssen schauen, dass die Menschen zwischen 30 und 60, dass sich die intelligent bewegen. Ich wiederhole, dass sich die Menschen zwischen 30 und 65 intelligent bewegen in ihrem Alltag. Und dazu machen wir jetzt eine kleine Übung. Und zwar, ich bitte Sie, ich werde den Auftrag nachher sagen, aber zuerst möchte ich sagen, worauf Sie bitte achten. Sie achten bitte darauf, was Sie tun. Also, Es gibt einen Teil des Bewusstseins, der erfüllt die Aufgabe, und es gibt einen anderen Teil, der macht Monitoring, was mache ich eigentlich, ja, wie bewege ich mich. Ich komme jetzt auf meine Kernkompetenz, ja, das Bewegungssystem. Ich möchte nicht primär jetzt wissen auf der Gefühlsebene oder ob Ihr Gegenüber dann nett ist oder nicht, sondern ich möchte, dass Sie Monitoring machen, ja, wie bewegen Sie sich. Und die Aufgabe besteht darin, Sie drehen sich um, entweder nach links oder rechts, ja, schauen Ihrem Gegenüber in die Augen und geben die Hand und sagen guten Tag. Bitte jetzt. Also nicht nach hinten. So, wunderbar. Die Gentlemen sind aufgestanden, die Frauen begrüßen. Sehr schön. Jetzt machen Sie das, ich präzisiere die Anweisung nochmal. Sie machen es diesmal im Sitzen, ganz bewusst, weil wir wenig Platz haben. Und Sie machen die Bewegung in Zeitlupe. Ja? Und Sie schauen, was macht der Kopf, was macht die Schulter, was macht der Brustkorb, was macht die Hand. Ja? In Zeitlupe nochmal die gleiche Bewegung im Sitzen. Bitte. Gut. Jetzt gehen wir das zusammen durch, was es heißt, intelligent bewegen. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder, geht relativ zackig, und da machen wir das nachher nochmal. Und dann schauen Sie den Unterschied. Ja, und das Ziel wäre, dass Sie die Bewegung nachher, dass Sie was lernen dabei. Weil Sie können Stereotyp die Bewegung 100.000 Mal machen, oder? Das ist Training. Und Lernen heißt Verhaltensänderung mit nachhaltiger Wirkung. Das ist ein großer Unterschied. Und es ist schade, wenn der Mensch trainiert, und das ist das Credo, Land auf, Land ab, ihr müsst euch mehr bewegen, ihr müsst mehr trainieren, trainiert dies, trainiert das. Wenn er dabei nichts lernt, dann fehlt die Synapsenbildung. Ich erkläre Ihnen zuerst das Spiralprinzip, dann die Evolutionsgeschichte, ein paar Bilder, was Bewegungsintelligenz ist, ja, und nachher kommen wir dann wieder zur Anwendung.
Spiralen gibt es überall in der Natur. Spiralgalaxie, Hurrikan, Wasserstrudel, Nautilus, Treppenhaus und die Cochlea, die 2,5 Windungen in der Gehörschnecke. Beim Wasserstrudel gibt uns die Möglichkeit, dass wir das genauer studieren können, wie das funktioniert in der Dynamik. In der Mitte schrauben sich dann trichterförmig so die Flächen nach unten und dann geht es in großen Bahnen wieder nach oben. Das Leben ist im Meer entstanden und man geht davon aus, dass die Urbewohner der Meere, das ist ein Röhrenwurm, der Spirobranchus giganteus, dass sie die Fließeigenschaften des Wassers als Matrix für die eigene Strukturbildung genommen haben. Ja, deshalb auch Spirochäten und all dieses Ding, oder wenn alles sich immer dreht und fließt und strudelt, ja, dann ist naheliegend, dass auch die Strukturbildung auf diesem Prinzip beruht. Dann das gleiche Prinzip, Anordnung der Herzmuskelfasern im linken Ventrikel, Hauptherzkammer, also auch die elektrische Ausbreitung. Als Medizinstudent habe ich mir gedacht, ja, das ist einfach Muskelsack, der macht so und die elektrische Ausbreitung geht dann irgendwie so gleichmäßig von überall. Das ist eine Spiralstruktur und die elektrische Ausbreitung folgt auch diesem Spiralmuster. Das ist der zugehörige Nerv, der Nervus acusticus, ja, mit für die 2,5 Windungen in der Gehörschnecke, das haben Sie gesehen. Das Treppenhaus, noch ein Blick in den Mikrokosmos, es wimmelt überall von Helix, Doppelhelix, Trippelhelix, Suprahelix. Sie können die Haare, die Haut, Kollagen, Sie können nehmen, was Sie wollen, das Hämoglobin, die Eiweißstrukturen, Sie finden in der räumlichen Anordnung im Makrokosmos, in der Natur und im Mikrokosmos überall solche helixartigen Strukturen. Jetzt, was heißt das für den Mensch, für seine Bewegung? Wir machen eine Blitzreise, ja, durch die Evolutionsgeschichte. Ich mache es ganz einfach. Also die